Ja, herzlich willkommen. Wir sind wieder bei der Wissenfactory, aber diesmal wieder in Deutsch. Und heute ist ein sehr interessantes Thema mit Barbara Küchler. Und sie ist eine Machtexpertin und eine Stufenexpertin. Und nachdem wir ja die meisten, die hier zugucken, so ein bisschen integral angehaucht sind, dachte ich, das wäre sehr interessant, da ein bisschen drüber zu sprechen. Was hat Macht mit Stufenentwicklung zu tun, Unterschiede und so weiter? Und dann wollen wir auch noch speziellen Wert legen auf unsere Rolle als Frauen in unserem Leben, in der Vergangenheit und so weiter. Was hat das mit Macht- und Stufenentwicklung zu tun? Barbara Küchler ist in der Schweiz und ich übergebe dir mal gleich, damit du ein bisschen was über dich erzählst. Ja, herzlichen Dank, Heidi, für die Einladung zu diesem Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut, weil wirklich tatsächlich das Machtthema wird mir immer wichtiger. Ich merke, das ist ein Thema, das ganz viele Menschen bewegt. In der heutigen Zeit noch mehr als, glaube ich, früher. Und das Stufenentwicklungsthema, das beschäftigt mich seit, glaube ich, 16 Jahren. Entschuldigung, jetzt habe ich tatsächlich eine Kröte im Hals. Ja, die Kröten, die Die Kröten, genau. Manchmal müssen wir auch bittere Kröten schlucken. genau. Aktuell sowieso. Ich stamme aus der Innerschweiz, bin da in einem sehr, sehr konservativen Umfeld aufgewachsen, habe zuerst Lehrerin gelernt und dann anschließend war Lehrerschwemme und als Frau war es da sehr viel schwieriger, eine Stelle zu kriegen. Ich dachte, was mache ich denn jetzt? Bin ich in die IT? Habe das 16 Jahre mit einer riesen Begeisterung gemacht, auch als Führungskraft da durchaus auch Machtthemen erlebt aus der Führungsrolle heraus. Und dann war das so mit einem Tag, nachdem ich das 16 Jahre lang mit viel Freude gemacht habe, war das wie vorbei. Und ich wollte dann lernen, wie Veränderung und Entwicklung funktioniert. Weil irgendwie hat mich das immer umgetrieben, dieses Entwicklungsthema. Und dann habe ich mich zur Organisationsentwicklerin weitergebildet und bin auch sehr schnell auf Spiral Dynamics und andere Entwicklungsmodelle gestoßen. Und das hat mich sehr gepackt. Zusammen mit meinem Mann haben wir auch sehr viel da investiert und inzwischen haben wir auch zwei Bücher über das Thema geschrieben. Also das bewegt uns sehr. Und das Machtthema ist eines. Ich habe früher immer gedacht, ich bin überhaupt nicht machtmotiviert. Es gibt ja diese Beziehungsmotivation, Leistungsmotivation, Macht und Freiheit, respektive Entwicklungsmotivation. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass halt Macht immer noch wichtig ist, wenn man etwas erreichen will, braucht man Macht. Also Macht, um etwas zu erreichen, statt Macht über andere. Und ich sage inzwischen, ich habe Macht so als Fremdsprache gelernt. Ja, Inzwischen wird mir das Thema immer lieber. denn was ja häufig verwechselt wird, ist, Macht ist schlecht, weil man darunter versteht, dass man jemanden anders unterdrückt. Und das ist ja nun wirklich schlecht. Aber wenn wir was erreichen wollen, dann braucht man auch Macht, persönliche Macht. Vielleicht Empowerment auf Englisch oder so. Power klingt da besser als Macht in unseren Ohren, nicht? Aber ich habe mal lange Zeit Coaching-Ausbildung in Feminine Power gemacht und insofern bin ich in dem Thema da schon drin gewesen. Und da habe ich auch erkannt, dass man schon zu seiner eigenen Macht stehen muss und nicht sich immer so Und gerade als Frauen, und zu diesem Thema wollen wir ja heute auch ein bisschen was sagen. Aber ich denke, wir gehen erstmal in diese Stufenentwicklung hin. Du sagtest, dass das Thema Macht ja eigentlich erst in der dritten Stufe entsteht und das wäre bei Spiral Dynamics zum Beispiel in der roten Stufe. Ich glaube, du hast es auch rot hingemalt, nicht in deinem Skat. Das magst du da mal vielleicht anfangen? Ja, also wenn wir es geschichtlich anschauen, können wir sagen, dass in den Urzeiten von dem, was wir wissen, die Menschen eigentlich in recht gleichförmigen Clans unterwegs waren, maximal 200 Menschen in einer Gruppe. Und da gab es schon Sonderrollen, zum Beispiel die Schamanen oder die guten Jäger, aber das war immer irgendwie an eine Funktion gebunden. Also quasi wechselnde Verantwortlichkeiten, wechselnde Rollen, dass jemand mal die Führung übernommen hat. Und das waren insbesondere auch Frauen. Also da gab es wirklich nicht
die Männer sind dominant und die Frauen ordnen sich unter, sondern es gab sehr selbstbewusste Frauen. Offensichtlich gab es auch Jägerinnen, es gab Schamaninnen. Also keine Hierarchie, keine Macht, sondern einfach natürlich, dass jemand kurzfristig die Führung übernimmt. Und eigentlich mit der Geburtsstunde in der Antike, mit der Sesshaftigkeit, also wenn man schaut, was zusammengehört, ist die Erfindung von Besitz. Gleichzeitig wurde Hierarchie geschaffen, und zwar wirklich eine klare Machthierarchie. Also Hierarchie und Macht gehören dann unmittelbar zusammen, also dieses Macht über andere auszuüben. Und in dieser frühen Form, also in der Antike, und wenn wir das heute in der persönlichen Entwicklung nehmen, ist das die Stufe, wie sagen wir, die selbstorientierte, wo es auch darum geht, also man ist mit seinen Bedürfnissen orientiert und man will sich für die einsetzen. Das wäre so auf der Ich-Seite, das ist auch diese persönliche Macht, die da drin ist. Und also diese Geburtsstunde und seither haben wir gesellschaftlich gesehen so die Idee, dass Hierarchie heißt wörtlich übersetzt die gottgegebene Ordnung. Dass wir das Gefühl haben, das muss so sein, aber das war in den Urzeiten nicht so. Also wir waren hunderttausende von Jahren waren die Homini unterwegs ohne Hierarchie. Und heute zeigt sich, dass es wieder in die Richtung geht, dass wir zu einer Macht miteinander finden, in der zwar auch wieder rollenbezogen jemand eine Führung übernehmen kann, aber dass wir nicht mehr Menschen unter und überordnen. Und gleichzeitig war in dieser Stufe 3 auch die Geburtsstunde des Patriarchats, also für uns Frauen, also grundsätzlich die Hierarchie und dann für uns Frauen noch mehr, wir haben dann die untergeordnete, dienende Rolle übernommen. Und ich bin Frauen sind noch nicht befreit. Am Anfang gab es aber auch noch Göttinnen, ne? In der griechischen Mythologie waren nicht nur Götter, also es war beides noch da. Und war das auch in der Gesellschaft so oder nur? Ja, es gab Kleopatra, es gab schon auch, also war ein schleichender Prozess, dass so, es gibt immer so verschiedene Schritte, bei denen man sehen kann, also insbesondere im Christentum und auch im Judentum sieht man da ganz klare Spuren, wie Schritt für Schritt die Frauen aus religiösen, rituellen Rollen ausgeschlossen wurden und immer mehr in die Dienende oder sogar in der Bibel sind wir ja schuld am ganzen Sündenfall und so weiter, also wie die Frauen so wirklich diskreditiert und schlecht gemacht wurden und die Sünderinnen sind. Und also ich bin katholisch so aufgewachsen mit diesem Weltbild. Also in der Innerschweiz war das noch ganz klar sehr gegeben. Hat es damit zu tun, dass man Macht eigentlich nur installieren kann, wenn auch jemand da ist, den man befehlen kann? Und da braucht man jemanden und da bietet sich vielleicht die Frau an? Ja, also Macht ist immer ein sozialer Prozess. Also niemand hat Macht für sich. Also es ist immer eigentlich ein Aushandlungsprozess. Jemand nimmt sich Macht und jemand ordnet sich unter. Und das war in der Antike, war das auch so, und das ist also auch wichtig, Stufe 3, also im Konflikt fallen wir alle ganz, ganz häufig in die Stufe 3 zurück. Und dann geht es ja nur noch darum, ich will gewinnen. Also dieses Ich will gewinnen ist so dieser typische Ausdruck von, ich will Macht über den anderen gewinnen, damit ich meine Interessen durchsetzen kann. Und das war in der Antike auch, das sieht man, also wenn man zum Beispiel die Ilias liest, dieses dauernde Kämpfen, das war sehr instabile Machtformen und es brauchte ganz, ganz viel. Man musste immer wieder um Macht kämpfen. Also gibt es ganze, also wir haben das ziemlich intensiv erforscht, wie man um Macht kämpft, verdeckt und offen und was dem Machterhalt dient, indem man etwas, dass man sich als großartig inszeniert, diese ganzen riesigen Gebäude dienen dazu, seine Macht zu demonstrieren, dann das berühmte Säbelrasseln, aber auch natürlich das Hinterhältige, das die Intrigen zu schmieden. Und also da gibt es eine riesen Palette von archaischen Machtformen, die alle in der Antike erfunden wurden. Also Lügen, Betrügen, Verführen, Manipulieren, ich verspreche dir Vorteile, wenn du mir hilfst. Aber das war in der Antike war das sehr, 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 sehr instabil. Ja, instabil insofern, als jeder entweder, wenn er Untergebener war, aber an die Macht kommen wollte, hat er versucht, sich da hochzu. Also
Das heißt, der, der oben saß, saß immer eigentlich auf dem wackeligen Thron. Und um den stabiler zu machen, wird er immer schlimmer und immer, sagen wir mal, autoritärer und immer, ja. Man siehst sagt du da auch, heute, wir wollen es ja ein bisschen in heutige Beziehung zu setzen. Was hättest du da ein Beispiel für heute? Also jetzt auch unabhängig von Frauen, sondern generell in unserer Gesellschaft. Also man sagt ja, Macht korrumpiert. Also es ist so, dass die Macht verändert sich von Stufe zu Stufe. Aber es ist so, dass wirklich so diese Wurzel, es ist wie, wenn Menschen Macht ausüben, bis es dann zu diesem Wendepunkt kommt, wo wir in eine gesunde Form von Macht kommen, schwingt diese Unterform der Stufe 3 Macht immer irgendwie mit. Es ist wie, wenn so eine Resonanz immer da drin ist. Und man weiß aus Forschungen heute, dass Führungskräfte, also eigentlich alle, die Macht haben, man sagt ja, dieser berühmte Prozess Macht korrumpiert. Das wäre eigentlich der Grund, warum man Machtpositionen relativ schnell wieder verlassen sollte, weil es ist immer die Tendenz, genau in dieses, immer stärker in das Machthabertum zu kommen. Man sieht, dass, also heute sprechen wir im Management von der sogenannten dunklen Triade, also Machiavellisten, Narzissten und Psychopathen. Die sind überproportional vertreten in allen Führungsrollen, politisch wie wirtschaftlich. Und wenn die drei, also diese dunkle Triade an der Macht ist, dann ist wirklich, die sind so gnadenlos im Ausüben der Macht und halt auch clever im Ausüben der Macht. Und die nutzen das so wirklich hemmungslos. Und wenn wir dann Lämmer sagen, wir wollen uns nicht schuldig machen, wir wollen nicht die Bösen sein, ja, ich mag jetzt nicht dagegenhalten, ich weiche halt aus, dann werden wir an der Macht bleiben. Also wenn wir das heute betrachten, kann man sagen, dass die, sagen wir jetzt mal zum Beispiel, wenn man es genau betrachtet, kann man sagen, dass heute das Geld eigentlich alles unterwandert hat. Es war nie böse Absicht von jemandem, das zu sagen, das wollen wir so tun, sondern es hat sich entwickelt. Aber die heute an der Macht sind, unterwandern, haben die Politik unterwandert, die Wirtschaft unterwandert, im Prinzip auch die Wissenschaft und so weiter. Also man kann sagen, jede Gesellschaftsstruktur ist durch die Geldmacht unterwandert. Und die da an der Spitze sind wirklich gnadenlos. Heute ist es so, dass wir uns nicht mehr täuschen lassen durch irgendwelche schönen Gebäude und so weiter. Und heute müssen die viel, viel clevere Mechanismen einsetzen. Und da gibt es natürlich, also wir werden derart manipuliert. Wir werden heute so manipuliert durch Kommunikation, Information in den öffentlichen Medien, die selbstverständlich auch durch das Geld unterwandert sind, dass wir gar nicht merken, dass wir manipuliert werden. Wir merken gar nicht mehr. Also heute ist die größere Macht ist die sich kaschiert, verdeckt, nicht mehr die offene Macht. Und das wäre auch so ein wichtiger Ansatz in Richtung, wie kommen wir aus dieser ganzen Geschichte raus, ist, dass wir uns die Machtmechanismen bewusst machen, dass wir das uns anschauen, weil Transparenz erodiert Macht. Es ist super interessant und es ist intuitiv, ist mir das klar. Jetzt frage ich mich, wer aber da gehorcht im Moment, also wir, die wir manipuliert werden, das bedeutet, dass wir nicht mehr auf dieser dritten Stufe sind, sondern mindestens auf der vierten, wo wir denken, das ist alles gut und wir sind die Guten, wenn wir das und das machen und dann der ist schlecht, wenn er das und das macht. Oder wie siehst du das? Also es ist tatsächlich so, dass mich eben genau immer die einen üben Macht aus und die anderen gehorchen. Die Schwierigkeit ist, wenn ich nicht mal checke, dass ich gehorche, weil ich ja das Gefühl habe, es ist ja alles richtig, was da passiert, dann merke ich ja nicht mal mehr, dass ich eigentlich regrediere. Aber es ist typisch, dass wir in Angstsituationen regredieren, die Menschen, und sie regredieren auf diese Stufe 4, diese gemeinschaftsbestimmte, und sie regredieren schon auf die Stufe 3, wo wirklich dann eine Meinung gegen die andere prallt, wo man wirklich einfach nur noch sagt, ich habe Recht und keinen Raum mehr lässt für eine andere Sichtweise. Und in der Stufe 4, die eigentlich grundsätzlich mal sehr liebenswürdig ist in der Grundhaltung, man möchte ein guter Mensch sein, man möchte die Erwartungen des Umfeldes erfüllen, die hat aber den riesengroßen Nachteil, wenn man ganz, ganz stark dann in diesen, ist überhaupt so, jede Stufe, wenn sie übertrieben wird, wird sie ganz, ganz schlimm.
Und in der Stufe 4 ist das Schlimme, wenn wir in diesen absoluten Gehorsam gehen. Das eine ist, dass wir gehorsam sind. Das andere ist aber, dass wir die Verantwortung abgeben. Und das haben wir gesehen, was da passieren kann im zweiten, eigentlich im Nationalsozialismus. In diesen Nürnberger Prozessen, die haben ja alle sich darauf berufen, dass sie gehorcht haben, dass sie damit nicht verantwortlich gemacht werden können. Und das glaube ich auch, das sehe ich, dass ganz viele Politiker, glaube ich, heute in diesem Modus drin sind, dass sie wirklich denken, sie machen das gut und richtig und sie sind gehorsam. Und in diesem Gehorsam, also ganz, ganz viele, die irgendwas umsetzen müssen, machen das noch schlimmer, weil sie gehorchen wollen. Also dann hört man von einem Schulleiter oder einer Schulleiterin, die die Maßnahmen, die eh schon schlimm sind, noch weiter verschärft, weil sie gehorsam sein wollen, weil sie es besonders gut machen wollen. Auch in Firmen und so weiter finden wir das. Und das ist wichtig zu sehen, dass dieses Gehorsamkeitsding einerseits natürlich die Macht, die da in Gang ist, überhaupt nicht in Frage stellt und andererseits die ganzen Maßnahmen noch schlimmer macht. Ja, und du sprachst von Regression, weil wir sind ja eigentlich als Gesellschaft, zumindest in Europa, sagen wir mal, schon ein bisschen weiter gegangen, auf höhere Stufen. Also auf Blauregression ist sozusagen mitmachen und es ist sogar dann noch verstärken. Aber auch wenn man dann andere dann anklauen, von wegen, du musst die Maske tragen oder du musst dies oder ich verpfeife dich bei der Polizei und sowas, das ist dann aber noch eine Stufe tiefer, nicht? Das ist dann die dritte Stufe. Ne? Das wäre dann. Das heißt, wir machen einen ganz schönen Sprung. Ja, das ist schon, aber das auf späteren Stufen können wir zumindest erkennen, wie wir regredieren. Also, mein Mann und ich haben regelmäßig, also wir haben den Eindruck, man darf das nicht unterschätzen, was das mit uns allen macht. Also, wir beide, wir haben gemerkt, dass wir extrem reagieren auf dieses. Direktive auf dieses Übergriffige, das hat uns natürlich an Kindheitsmuster erinnert. Also wir sind beide in wirklich einem sehr halt noch patriarchalen Umfeldern aufgewachsen, wo sehr um Gehorsam und so weiter ging. Und wir haben gemerkt, wie unsere kindlichen Anteile da also ganz, ganz heftig reagieren. Und interessanterweise hat das ganz viele Konflikte zwischen uns ausgelöst. Also das war wirklich emotional extrem schwer für uns. Also wir mussten das richtig, es hat uns auch dann dazu bewogen, unsere Kindheitsmuster nochmal da an der Stelle nochmal tiefer aufzuarbeiten, dass wir gemerkt haben, wie dieser ganze Stress, der da erzeugt wird, tatsächlich, dem kann man es nicht so einfach entziehen. Und das ist schon von daher, glaube ich, auch ein bisschen empathisch mit allen, die dann in den Stress geraten. Ich merke das jetzt, wenn ich wieder mehr in Kontakt bin mit Menschen, dass ich wirklich merke, wie Menschen echt Angst haben. Und dann merke ich, ja, dann wird für mich ein bisschen nachvollziehbar, warum die dann eben genau, da hat sich kürzlich jemand aufgeregt, dass jemand im Zug saß und keine Maske getragen hat und sie hat gerungen mit sich, ob sie den jetzt ansprechen will oder nicht. Und ich hab wirklich gemerkt, die Frau hat Angst. Also so, ja, also wir regredieren, also es ist ganz schwer, sich diesen ganzen Mechanismen, entweder regredieren wir wegen den Maßnahmen oder wir regredieren, weil wir diesem ganzen Narrativ glauben, also so, also das schon, und ich glaube auch, der Stress ist gegenseitig ansteckend. Und man kann sich aber bewusst herausarbeiten, wenn man sich zusehen kann dabei, was passiert. Ja, und das ist ja schon eine höhere Entwicklungsstufe. Genau. Ne? Ich denke ja der vierten Stufe noch nicht so recht an. Nee, also. Nee das gelingt wirklich tatsächlich erst auf ziemlich reifen Stufen, ja. Magst du weitermachen? Du hast ja das, was wir normal in Spiral Dynamic als orange bezeichnen, hast du in zwei Stufen aufgeteilt, was meiner Meinung nach ziemlich einen Sinn macht. Magst du darüber sprechen erstmal und dann guck mal, was es mit dem heutigen Zeit und mit Frauen und so weiter zu tun hat? Ja, sehr gerne. Also wir haben ursprünglich mal mit Spiral Dynamics gearbeitet und gleichzeitig haben wir versucht, die psychologischen Forschungen zu integrieren. Vielleicht kennen einzelne das Modell von Löwinger, das Susan Cook-Kreuter dann fortgesetzt hat in der Forschung. Gibt es aber auch noch den Kohlberg, den Piaget, den Keegan. Und
Das ist mal der erste Grundunterschied in diesen zwei Forschungsrichtungen. Spiral Dynamics orientiert sich stark, also eigentlich dieses Weiterverbreiten des MEMS. Also ist eigentlich, man sagt, es ist eine inhaltlich orientierte Stufenlogik. Und die psychologischen Forschungen, die sagen, die untersuchen, wie sich das Wahrnehmen, Verarbeiten und Verhalten der Menschen strukturell verändert. Also das heißt, das weitet sich mit jedem Entwicklungsschritt aus. Das hat der Jean Piaget wunderschön für die Kindheitsentwicklung aufgezeigt. Und da gibt es auch wunderschöne Tests, wie man sieht, dass an so einem Strukturübergang, wenn der ist, entweder ist der erfolgt und dann können Kinder Dinge wahrnehmen, die sie vorher nicht wahrnehmen konnten. Und es ist auch zum Beispiel jetzt das Thema Macht, nämlich dass für uns heute auf einer bestimmten Entwicklungsstufe sind wir erst in der Lage, solche Mechanismen zu sehen. Auf Stufe 3 und 4 sind wir diese Machtkämpfe und dieses Anpassen. Wir können das nicht reflektieren, also wir brauchen eine Ausweitung unseres Wahrnehmens, auch wie wir die Dinge interpretieren und wie wir uns dann, wie wir mit den Dingen umgehen. Und das ist in der Psychologie wunderschön erforscht. Und bei Löwinscher und Susan Cook-Kreuter, die haben irgendwann mal, also die sagen auch, es geht zwischen ich und wir hin und her. Und die haben dann irgendwann mal festgestellt, dass es eindeutig unterscheidbare Zwischenstufen gibt, die zwischen ich und wir hängen. Und diese erste Zwischenstufe, die sehr relevant ist, ist die zwischen, die nach Blau kommt, also eigentlich nach dieser gemeinschaftsbestimmten, dass eben Orange aufgeteilt ist in die Stufe, wir sagen jetzt 5 und 6. Das ist die rationalistische Stufe, die ist zwischen ich und wir und das ist die, die heute am weitesten verbreitet ist. In der rationalistischen Stufe haben sich die Menschen aus der Gemeinschaftsbestimmung herausgelöst und die wird dominiert von einem sehr mechanistischen Weltbild. Also das heißt, wir denken da in Ursache-Wirkung. Dieses mechanistische Weltbild ist dann auch so, dass man sagt, ja, wir haben einen Virus und den können wir mit Impfen bekämpfen. Also dieses Ursache-Wirkungsding zeigt sich da auch, wie wir gehen wir mit den Maßnahmen um und so weiter. In der Machtstruktur, was sich verändert hat, vorher hatten wir Machthierarchien. Wir hatten die Feudalen, waren dann stabiler in der Stufe 4 als die Antiken. Und jetzt wird Macht aufgeteilt. Also es ist schon ein bisschen weicher. Also ursprünglich so im 17. und 18. Jahrhundert sind die Nationalstaaten entstanden mit geteilter Macht, damit eben Macht ein bisschen balanciert wird. Wir haben den dreiteiligen Staat mit Legislative, Exekutive und Judikative. Und wir haben die eigentlich ursprünglich unabhängiges Bildungssystem, also unabhängige Universitäten, das war ganz wichtig, unabhängige Medien, wo man auch sagt, das ist die vierte Macht im Staat, unabhängige Wirtschaft, unabhängiges Finanzsystem, unabhängige Kunst, Kultur. Das war so der Ursprung. Das gehört alles zur Stufe 5, wie das sogenannte institutionelles Selbst auch bezeichnet. Und die Menschen haben sich aus der Gemeinschaftsbestimmung gelöst, sie denken sehr rational. Man kann zum Beispiel auch sagen, Reformation war so ein Schritt da hinein. Katholisch musste man sich ja vom Pfarrer die Dinge erklären lassen. Die Reformierten durften dann selber Bibel lesen, selber nachdenken, sich selber eine Meinung bilden und die auch klar vertreten. Das ist so diese Stufe 5, die heute sehr am meisten verbreitet ist. Die ist ja auch Wissenschaft, sag mal, gläubig. Also wenn du krank bist und willst nicht krank sein, dann musst du dich impfen. Schluss. Ne? Das gibt es nichts von dann spätere Stufensachen, Energie, Medizin. Also dass vielleicht Homöopathie wirken kann, das ist auf dieser Stufe überhaupt gar nicht klar, weil die sagen, na, da ist ja nichts drin, ist ja kein Wirkstoff. Ne? Also genau, ja. Also die Susan Cook-Kreuter beschreibt es wunderschön, die sagt, und das zeigen auch die anderen Forschungen, wir haben eine aufsteigende Kognition und in der Stufe 5, also wir werden immer kognitiver, auch bis und mit dann die nächste Stufe noch, also es werden die beiden Stufen, die zu Orange gehören in Spiral Dynamics, die sind hochkognitiv. Die Stufe 5 geht unglaublich ins Detail. Also es ist wirklich dieses Wissenschaftliche, wo, also wir sagen immer, es ist einfach Silo, also das wird immer
ich spotte dann jeweils und sage, die Deutschen mit ihrem Spaltmaß, so dieses Ingenieurwesen, Wissenschaftlichkeit, also ich messe und wenn ich es gemessen habe, dann muss es da sein, also so dies, auch Wissenschaftsgläubigkeit, Genauigkeit und so weiter, die dazugehört, die ja wunderschöne Dinge in sich trägt, aber die hat die Tendenz, die Dinge immer mehr zu zergliedern und merkt nicht, dass Dinge auch falsch werden, wenn wir sie so massiv zergliedern. Und dann ist hier in dieser Stufe ist es natürlich jetzt entsteht eine neue Problematik für die Macht, weil jetzt denken die Menschen selbstständig. Wenn ich hier denke, kann ich nicht einfach noch mit irgendeiner mehr kommen, weil die denken dann nach und sagen, nee, das ist nicht logisch, was du erzählst. Also kann ich denen nicht einfach so die Geschichte erzählen, ich bin von Gott gegeben, hier habe ich jetzt diese Macht. Jetzt muss man die überzeugen. Und dafür hat man die Propaganda erfunden. Also wirklich wissenschaftlich erfolgt, wie kann man Menschen von Dingen überzeugen, die sie eigentlich nicht wollen. Und die ist viel, viel schwerer zu durchschauen als diese früheren Machtstories und diese früheren Machtgeschichten. Und das wäre zum Beispiel eine große Herausforderung, dass wir uns dem stellen und überlegen, wie funktioniert diese Propaganda. Da ist Wissenschaft zurückzukommen, nicht? Ich weiß nicht, ob du Rupert Sheldrake kennst und sein Science Delusion, wo er zeigt, dass eigentlich richtige Wissenschaft, die was als Wissenschaft geboren ist, bedeutet, dass man also eine Idee hat oder eine Hypothese und dann gibt es bestimmte Regeln, dem nachgehen, dann kommt man zum Ergebnis und wenn es dann andere mit dem gleichen Versuchsaufbau zum gleichen Ergebnis kommen und genug von denen, da kann man erstmal davon ausgehen, dass es so ist. Nicht? Also man geht aus von einer Hypothese und guckt mal, was dann rauskommt. Vielleicht kommt ja was ganz was anderes raus und man muss die Hypothese fallen lassen. Und was im Moment so passiert, ist ja, man möchte was beweisen. Also sucht man ein paar Beweischen und verbrämt die in wissenschaftliche Sprache und sagt, die Wissenschaft hat gezeigt. Ne? Und das ist dann wieder Glaubenssystem. Ne? Und das wäre doch wieder eine blaue Stufe, die Stufe 4. Oder? Sind wir da rückwärts gehen? Ich würde es eher in die Richtung drehen, zu sagen, dass es Stufe 5 in der Übertreibung ist. Dass ich dann sage, dass ich eigentlich, also im Prinzip ist wieder so dieses, also für mich ist es so, wenn es um Macht geht, klingen dann die früheren Stufen immer mit hinein. Ich glaube, dass wirklich die Menschen gar nicht merken, also das Problem ist, dass wir für unsere Schatten blind sind, solange wir noch in der Moderne drin sind, dass die Menschen wirklich, also ich nehme ein Beispiel, Tabakindustrie, um mal weg vom heutigen System zu kommen. Tabakindustrie, die hat ja Studien in Auftrag gegeben und das waren so die Vorreiter, dass man das beweisen konnte, was man beweisen wollte. Das ist die Geschichte, dass wenn ich den richtigen Ausschnitt wähle, dann kriege ich das bewiesen, was ich bewiesen haben will. Also das ist so dieses wirklich halt dieses teilende Denken, dass ich so mich auf irgendein Detail fokussiere und mit dem, wenn ich das richtig organisiere, aber ich glaube, die Menschen, die da drin stecken, die checken gar nicht, was sie, also glaube ich, die lügen sich das dann so, biegen sich das auch so zurecht, dass das alles in Ordnung ist, was sie tun. Das gehört für mich mit, die sind, Stufe 5 ist noch überhaupt nicht selbstkritisch. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Die können sich auch nicht reflektieren, weil die haben noch keinen Abstand zu sich. Die haben sich jetzt aus der Gemeinschaftsbestimmung gelöst. Die sind quasi jetzt so autonom, aber sie haben noch nicht eine Metaperspektive auf sich selbst. Und daher machen die so Dinge, glaube ich, in bester Absicht. Also ich habe mal eine These gehört, die ich ja sehr schön finde, ist, dass man, wenn man so schaut, was sind jetzt so die Protagonisten in dieser Corona-Krise, die da vorne dran stehen, zum Beispiel in Deutschland auch, dass man sich hier bewusst Menschen ausgesucht hat, die eigentlich einen schwachen Selbstwert haben, die man gut manipulieren kann. Und die machen das wirklich, für mich in wunderbarer Fünfer-Manier machen die das und die haben, glaube ich, wirklich, ich glaube, das ist wichtig, dass die nicht irgendeine böse Absicht verfolgen, sondern dass sie wirklich den Eindruck haben, sie machen was Gutes. Das macht es auch so schwierig.
Genau, das macht es schwierig. Und deswegen sind sie eigentlich auch kritikresistent, nicht? Genau. Weil solange ich ja wirklich echt was Gutes mache, und das ist wirklich Stufe 5, tut sich enorm schwer mit Kritik. Weil Enorm das Gute schwer. ist so, so schmal, ne? Genau. Also ich so, und das mein Feld da hinten mit den Sonnenblumen, die gehören nicht mehr dazu, sondern nur der kleine Ausschnitt. Und dafür ist es gut. Dass Genau. es aber gleich hier drüben vielleicht nicht mehr so gut ist und ganz da hinten schon mal gleich gar nicht, das kommt gar nicht ins Bild, ne? Und das ist die große Schwierigkeit, die wir wirklich haben. Also, die schauen nicht auf den Kontext. Wirklich Stufe 5 hat erstens keinen Blick für die Auswirkungen des eigenen Handelns, keinen Blick auf den Kontext, sieht nur diesen kleinen, schmalen Abschnitt und tut so, als ob das isoliert betrachtet werden könnte. Und eben, dass die einzige Kritik, die sie zulassen, ist von einer Autorität, die sie als Autorität dann erkennen. Also sie müssten wirklich sagen, ja, da gibt es jemanden, der ist wissenschaftlich gesehen, steht der über mir, dem folge ich. Und da würden sie eine Kritik zulassen. Aber solange das nicht der Fall ist, lassen die keine Kritik zu. Und gleichzeitig können Sie nicht beurteilen, ob der, von dem Sie dann folgen, ob der wirklich, sagen wir mal, wirklich Wissenschaft macht oder ob er in dieser Genau. Art von direktiver Wissenschaft ist. Und dann kommt jetzt das weibliche Thema dazu. Denn ich glaube, die Grundeigenschaft von Frauen, sagen wir mal, einfach aus ihrem biologischen Kontext, ist in die Zukunft schauen. Wenn ich das jetzt mache, was macht es dann? Kann ich mein Kind weiter ernähren, ja? Und nicht jetzt alles aufessen, sondern wir müssen irgendwie sehen, dass wir auch in einem Jahr noch was zu essen haben. Und das ist, glaube ich, in einem maskulinen System nicht drin. Da geht es darum, jetzt gleich. Das heißt, in einer gewissen Art und Weise glaube ich, dass im Weiblichen diese Voraussicht auf die Zukunft und was meine Handlung von jetzt auf Auswirkungen haben, also du nennst es Kontext, dass das irgendwie, sagen wir mal, natürlicher vorhanden ist. Nicht unbedingt in allen Frauen von heute, nicht, aber als feminine Grundlage. Also ich würde sagen, dass wir von der Grundlage her, es gibt ja nicht nur die Stufen, es ist ja auch, also eben, wir sind Männer, wir sind Frauen, und wir haben auch gewisse Charaktereigenschaften. Also ich glaube, gewisse Stufen sind uns näher als andere, je nachdem, welche Grundanlagen wir haben. Und ich glaube auch, dass wir Frauen ein paar Fähigkeiten von unserer Grundanlage haben oder so, von dem auch, dass wir halt tatsächlich anders sind von unserer Biologie her und von unseren Hormonen und so weiter, die wirklich massiv Einfluss nehmen, die uns gerade auch näher bringen an die späteren Stufen. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir Frauen in der Stufe 5 unterwegs sind, dann sind Frauen genauso kurzsichtig, eng, passähnlich. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, um die 5 auch gut zu verstehen. Die 5 geht davon aus, es gibt so etwas wie eine absolute Wahrheit in Korrespondenz mit der Realität. Also das heißt, man hat die Idee, wenn man genau hinschaut, dann findet man heraus, was richtig und was Wirklichkeit ist. Und das gibt man dann in späteren Stufen ja auf, weil man sieht, das geht gar nicht. Aber in der Stufe 5, darum sind die Menschen auch so rechthaberisch auf dieser Stufe. Das sieht man auch in Firmen so, ich habe Recht, prahlt auf ein anderes, ich habe Recht. Es gibt noch keine Gegenseitigkeit und die Menschen kämpfen auch mit sehr viel Pflichtbewusstsein. Die haben das Gefühl, es ist meine Pflicht, diese Wahrheit, die ich erkannt habe, zu verteidigen. Also ich finde es immer auch wichtig, so mit Empathie mit den einzelnen Stufen umzugehen. Warum ist das logisch, was die Menschen machen, aus ihrer Handlungslogik heraus? Das macht total Sinn, ne? Dass es Pflichtbewusstsein ist und dass man aus dem praktisch auch eine Art von Religion macht, aus dem, was man glaubt, weil man so glaubt, so grundsätzlich glaubt, so total von überzeugt ist. Wie geht es denn jetzt weiter? Du sagst, die meisten sind auf dieser Stufe und deswegen ist auch erklärbar, was jetzt im Moment an Irrsinn Ja. abläuft, weil sie das einfach für richtig halten und alle anderen, die das nicht für richtig halten, das sind die Bösen oder die haben nichts kapiert oder sowas. Was ja Genau. im Grunde nicht stimmt, denn sehr viele, die das nicht für richtig halten, sehen das im Kontext und aus einer größeren, weiteren Perspektive, die denen aber nicht zugänglich ist, nicht? Wie geht es weiter mit Stufe 6?
Stufe 6. Also vielleicht noch was, was vielleicht noch mit dazu kommt, also dieses, also wirklich für mich ist Stufe 5 ist so Silo. Also eben, also man sieht man auch in den Firmen, verschiedene Fachschaften können sich gegenseitig nicht, die kommen auf keinen grünen Zweig, weil die können nicht über ihr eigenes Fach hinausdenken. Und im Moment wird durch das Netz und durch die Kommunikationsmedien, wir befinden uns so in richtigen Blasen. Also diese Blasenbildung, glaube ich, gehört auch mit dazu, dass man so, je nachdem, und die sozialen Medien führen ja dazu, dass sie in dem, dass sie was wir liken und so weiter, dass sie uns auch nur die Dinge melden, die zur Blase dazugehören, würde für mich noch diesen ganzen Effekt verstärken. Jetzt die Stufe 6, wenn ich das in Organisationen sehe, ich, dass da ganz viel Entspannung schon entsteht, wenn Stufe 6 kommt, auch wenn die noch heute mit zum Problem beiträgt. Stufe 6 erweitert sich einerseits mal, das sind, man sagt, im T-Shape-Kompetenz. Also ich kann ins Detail und ich kann auch in die Zusammenhänge. Menschen schauen jetzt auf den Kontext und sie haben Abstand zu sich. Also sie orientieren sich auch an selbstgefundenen Werten und Zielen. Und sie können über sich nachdenken, sich reflektieren und die wollen jetzt auch Feedback. Also außerhalb vom eigenen, also wenn es dann von ganz anderen Kontexten kommt, nehmen sie das Feedback auch nicht an. Aber die reflektieren, die denken über die Dinge nach. Da geht die Macht wird noch viel mehr verteilt, auch in Organisationen. Sie wird aber auch diffuser, man weiß nicht mehr so recht, wo sie ist. Jetzt ich habe Gegenseitigkeit, also wenn ich dich überzeugen möchte, dann argumentiere ich nicht mehr nur aus meiner Sicht, sondern ich versetze mich in dich hinein und denke, was ist der Heidi wichtig? Wie tickt sie? Wie muss ich argumentieren? Kann ich natürlich jetzt als benutzen, um gute Dinge in die Welt zu bringen, aber ich kann es natürlich auch hoch manipulativ machen. Es ist noch viel manipulativer als die Propaganda, die gut argumentiert, warum und wieso eine Story bringt. Dieses, wenn man gut erkennt, und das macht ja jetzt das Internet auch, wir sind so derart durchschaubar, was uns wichtig ist, weil wir da so viele Spuren hinterlassen, das ist wirklich fast nicht mehr zu durchschauen, wie wir da manipuliert werden. Dann gehört zu dieser Stufe gehört dazu, dass wir haben so einen Machbarkeitswahn. Also wir sind für unser Leben selbst verantwortlich. Wir erleben uns als Gestalterinnen unseres Lebens. Daraus entsteht aber auch eine Verpflichtung, das gut zu machen und die Dinge unter Kontrolle zu kriegen. Und das ist so die Idee, irgendwie können wir alles hinkriegen. Und es ist halt immer noch mechanistisch. Also das wären so für mich diese Silicon Valley-Ideen, also schon auch so diese Idee, wir impfen alle und dann ist das Problem weg, ist schon halt auch in diesem Machbarkeitswahn drin. Oder dieses, ja, diese ökologischen Probleme mit Geoengineering kriegen wir das hin. Und wir können die transhumanistischen Ideen, also die Enhancements des Menschen über Technologie, so. Und es ist natürlich völlig nicht in der Ganzheitlichkeit. Es ist wirklich, das kann nur passieren, wenn wir nur rein im Kopf sind. Also wenn wir dieses ganze Kognitive völlig überbewerten. Aber was man sagen kann, ist wirklich, da werden viel mehr in Zusammenhängen gedacht. Es wird auf Auswirkungen geachtet. Es werden größere Zeithorizonte im Blick genommen. Das sind die Vorteile der Stufe 6. Und gleichzeitig kann ich sagen, ich kann viel mehr noch Macht ausüben, wenn ich das alles tue. Also so. Also die Macht ist noch mal versteckter und noch mal wirklich fast nicht mehr zu greifen. Also da muss man dann schon gut hinschauen, wie diese Machtzirkel dann laufen. Aber ich würde sagen, so diese Machtzirkel, die zum Beispiel so Great Reset von Davos, Bilderberger und so weiter. Also man findet schon Informationen im Netz. Ich glaube, es ist sehr vieles da. Eigentlich ist alles da, denke ich. Es ist einfach teilweise ist es so abstrus, dass wir denken, das kann doch nicht sein. Das schützt sich dadurch, dass es so was von abstrus ist. Jeder denkt, nee, das kann jetzt nicht sein. Genau. Also es wäre so Stufe 6. Das sind etwa... So plakativ, nicht? Ja. Stufe 5 ist noch plakativer und so Geschichten, wo so allgemeine Märchen erzählt werden. Während da geht es wirklich auf
wie du sagst, auf den Einzelnen, ne? Dass man sehen kann, worauf ist der denn ansprechbar, ja, und wo kann ich den erwischen, wo kann ich den triggern, den oder die oder wer auch immer, muss ich mal ein bisschen gendern, nicht? Weil wir ja von Frauen. Genau. Und es läuft wirklich ganz, 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 ganz unterschwellig. Also das ist wirklich extrem schwer zu fassen, sehr verdeckt. Und es ist, man kann sagen, Stufe 6 gesellschaftlich gesehen, sind eigentlich das, was in Stufe 5 entstanden ist, diese unabhängigen Systeme, die waren eigentlich alle auf Balance, also zielorientiert, also zum Beispiel der Staat, Gerechtigkeit und so weiter. Aber die Wirtschaft und das Finanzsystem waren auf Wachstum. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Betrachtung. Wachstumsorientierte Systeme, die haben wir ja auch in der Natur. Wenn ein wachstumsorientiertes System an eine Wachstumsgrenze kommt, ich mache ein Beispiel, wir haben einen Fischteich und die Fischpopulation wächst schneeballartig. Und die Wachstumsgrenze ist die Nahrung. Wenn plötzlich, wenn zu wenig Nahrung ist, also Wachstumsgrenze, dann bricht der ganze Schneeball zusammen. Also es sind plötzlich nur noch ganz wenig Fische da. Also das heißt, wir können nicht einfach sagen, ja, wir hören dann auf zu wachsen oder wir gehen das langsam zurück, sondern es ist wirklich immer, es wiegelt sich auf und fällt dann wieder ab, es wiegelt sich auf und fällt ab. Und das Wirtschaftssystem, wenn man das genau betrachtet, ist so in den 80er Jahren deutlich an die Wachstumsgrenze geraten und seither versucht das überall so irgendwie andere Systeme zu durchdringen, um noch weiter wachsen zu können. Aus der Perspektive der einzelnen handelnden Menschen, glaube ich, die machen das wirklich im Sinne von, um das System aufrechtzuerhalten. In Summe ist es katastrophal. Und also das ist das, was wir als ökologische soziale Probleme jetzt sehen als immenses Problem. Das würde ich sagen, ist so Stufe 6, das ist wirklich die Dominanz des Wirtschafts- und Finanzsystems, dem eigentlich, wenn man genau hinschaut, und das wäre ganz wichtig, dass wir da genau hinschauen, alle anderen Systeme sind eigentlich diesen untergeordnet. Ja, genau. Ich habe gerade kurz vorher ein Gespräch gehört zwischen Ernst Wolf und Max Kroll, glaube ich, heißt er, und jemand anders auf Augenhöhe heißt die Sendung. Und da haben sie genau wieder darum gesprochen, darauf hingewiesen, dass es krampfhaft versucht wird, ein System aufrechtzuerhalten, was eigentlich überfällig ist, ne? Was eigentlich zur nächsten Stufe gehen müsste, aber irgendwie das nicht schafft, ne? Und dass dadurch, das sage ich jetzt, so viel Schaden entsteht, weil man nicht, sagen wir mal, vernünftig in ein neues System übergehen kann, sondern es wird mit Gewalt irgendwie manipuliert und noch immer mit den alten Ideen, ja, nicht schon mit den Stufen 7 Ideen oder sogar Stufen 8 Ideen, die würden ja eigentlich eine Lösung bringen können. Wollen wir da mal weitergehen vielleicht zur Stufe 7? Also für mich ist einfach so der Punkt, dass ich sage, also auch ich mit dem, was ich von Wirtschaftswissenschaft weiß, ich habe keine Idee, wie wir hier eine sanfte Landung hinkriegen. Und auch mir macht das Angst, was passiert, wenn das Ding kollabiert. Also von daher bin ich sehr ambivalent. Aber ich weiß, es wird kollabieren müssen. Es gibt keine, weil wenn man systemisch betrachtet, das wird so künstlich immer mehr aufgebläht. Das Risiko wird immer größer. Aber wie auch immer. Genau, das ist, wenn man Entwicklungen, die sich vollenden und in die nächste Stufe gehen soll, wenn man die künstlich versucht zu verlängern, es wird immer schlimmer. Genau. Ich meine, das können wir jetzt bei dieser komischen Corona-Krise sehen, nicht? Es hat sich jetzt mittlerweile so verhärtet, also wenn man nach 2-3 Wochen gesagt hätte oder vielleicht auch nach 2 Monaten, so, jetzt ist vorbei und Schluss. Und nachdem man das immer weiter verlängert hat, umso schwieriger ist es, rauszukommen, um was anders zu machen. Und das ist mit dem Finanzsystem, soweit ich das verstanden habe. Ich habe mich ja früher nie für sowas interessiert, aber mittlerweile finde ich das interessant. Da kann man das gut sehen. Und ich habe auch meine Bedenken, wie das wohl sein kann. Also da gibt es wohl 2 Theorien, entweder kollabiert es oder irgendwas anders. Ich kann das unten verlinken, denn so ganz so sicher bin ich in diesen Themen nicht, so dass ich das jetzt wiederholen könnte, was ich gehört habe. Ja, lass es weitergehen. Deine Stufe 7 ist ja das, was in Spiral Dynamics wahrscheinlich mit grün, mit postmodern bezeichnet würde.
Dann, das finde ich jetzt spannend, weil du sagst, da sind zu wenig Leute drin. In Integralen haben wir immer gesagt, ja, es sind ganz viele im Postmodern, aber die sind von Rot durchsetzt so ein bisschen. Also das ist ein Rückbezug zu früheren Stufen. Vielleicht kannst du da ein bisschen was auch dazu sagen. Wer ist wirklich grün? Also vielleicht die Zahlen, also in dieser Stufe 5, rationalistisch sind 38% im deutschsprachigen Raum sind das die Zahlen, die mit diesem Ich-Entwicklungsprofil gemessen werden. 30% sind gelb, also es ist wachsend. Also ich glaube, das im Moment findet schon auch eine Veränderung statt. Aber es ist interessant, in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten sind wirklich 5 und 6 massiv angewachsen. Und Stufe 7 ist seit vielen, vielen Jahren stabil bei etwa 10%. Also, ich muss noch schnell eingreifen, weil du hast gesagt, gelb, Stufe 6, gelb. In Spiral Dynamics wäre gelb ja hinter der postmodernen Stufe. Danke. Genau. Ja. In Stufe 7 eben etwa 10%. Was verändert sich von der Innenstruktur her? Also wirklich auch, wir sagen auch postmodern, postkonventionell. Jetzt fängt bei Susan Kuckreuther, finde ich das wirklich wunderschön, ich sage, dieser aufsteigende Ast von Kognition, der macht jetzt eine Wende. Das heißt, wir gehen wieder zurück in die Ganzheit. Also die Menschen beginnen zu sehen, wir können dieses ewige Teilen und nur analytisch. Wir sind empfindende Wesen. Ganz vieles erschließt sich uns über Geschichten, über ganzheitliche Wahrnehmung. Wir nehmen Dinge intuitiv wahr. Jetzt ist nicht so, dass man einfach den Kopf weg rationalisiert dann, sondern der hat auch seine Rolle. Also die Hirnforschung sagt, Kopf und Bauch machen kluge Entscheidungen. Aber es ist wirklich dieses, es ist eigentlich so, die Fakten und die Geschichte wird jetzt wichtig, das Ganzheitliche. Die Menschen beginnen sich jetzt, was wunderschön ist an der Stufe 7, die beginnen sich mit Annahmen auseinanderzusetzen. Die erkennen, dass wie die eigene Wahrnehmung das, wie die Realität prägt. Darum wird man sich selber gegenüber so ein bisschen suspicious, also dass man sich gegenüber sich selber ein bisschen sich selber in Frage, viel mehr in Frage stellt. Siebener stellt sich unglaublich stark selber in Frage. Und die hinterfragen auch gesellschaftlich geprägte Annahmen. Also zum Beispiel so Fragen wie eben diese Selbstverständlichkeiten, ist die Hierarchie wirklich Gott gegeben? Wie ist das mit dem Besitz? Muss wirklich Geld, also quasi muss man mit Geld verdienen können, also muss das Zinsen abwerfen. So Dinge, die wir so als gesellschaftlich geprägt sehen, ist jetzt auf Stufe 7 dann, diese Menschen sind in der Lage, das alles zu hinterfragen. Und das ist die Basis von einer unglaublichen Kreativität. Diese Menschen sind auf Stufe 7, kommt auch so dieses starke Sinnorientierte, also man möchte Dinge tun, die sich gut anfühlen, sinnvoll anfühlen, man möchte etwas bewegen in der Welt, man möchte so auch sagen, ja, mein Leben soll einen Beitrag leisten und ich möchte nicht einfach nur viel Geld verdienen und erfolgreich sein, sondern ich muss irgendwie das Gefühl haben, das ist auch sinnvoll, was ich tue. Und aus dem heraus, also diese Menschen sind sehr experimentierfreudig, die probieren gern Neues aus. Wenn wir es wirtschaftlich anschauen, sind es Firmen und Organisationen, die eben auch als Firma und Organisation einen positiven Beitrag in der Welt leisten wollen. Also die schauen nicht nur auf Wirtschaftlichkeit, sondern dieser Blick ist noch mal mehr ausgeweitet. Die sagen, es muss ökologisch, ökonomisch, sozial, muss das Sinn machen, was wir hier tun. Und das gibt natürlich ganz andere Atmosphären dann auch für die Menschen, die da intrinsisch engagiert arbeiten. Und ich glaube, gesellschaftlich gesehen, wenn wir alle jetzt danach suchen, ja, wie wird denn das richtig organisiert sein? Also wir haben den Eindruck, das ist im Entstehen, dass wir keine so klare Struktur mehr sein, wie wir die früher hatten, sondern dass es eben aus ganz, ganz vielen kleinen Dingen entsteht. Es wird viele Bottom-up-Bewegungen geben, viele kleine Bewegungen, da gibt es schon ganz, ganz viele schöne Beispiele und Muster, die man sich anschauen kann. Und es wird aber genauso globale Bewegungen geben, nicht so wie das Great Reset und so weiter andeckt, eine globale Regierung, aber dass man global Dinge abstimmt. Und egal, ob man jetzt von global, von middle-out oder von bottom-up ausgeht,
man denkt immer die anderen Ebenen mit. Also wenn ich lokal etwas tue, dann überlege ich mir, was hat das für das größere Ganze für Auswirkungen. Und genauso, wenn ich von top-down komme, dass ich dann überlege, ja, wie wirkt das denn bis an die Basis, wenn wir hier jetzt zum Beispiel da oben zwar in guter Absicht etwas für alle synchronisieren, wie wirkt sich das aus? Weil das sehen wir ja, dass in diesen großen Strukturen die Idee, dass man das alles da von oben am besten steuern kann, nicht wirklich die beste, allerbesten Ideen ist. Das wäre so Stufe 7. Diese Nähe. Ja, was ich jetzt interessant finde daran, du sagst, es ist nicht. Du sagst, es gibt auch globale Strukturen. Und es ist ja leicht zu sagen, oh, Globalisierung ist schlecht. Ja? Aber es kommt ja darauf an, unter welchem Wertesystem du unterwegs bist. Es ist nicht, dass global ist schlechter als lokal oder so, sondern genau. Du musst wirklich gucken, wie das angeht. Ich habe manchmal das Gefühl, es werden Wertabschätzungen genommen mit den falschen Kriterien. Ja? Dass alles, was das so ist, ist alles schlecht und alles, was so ist, ist alles gut. Und dass man dann gar nicht mehr so hinterfragt, was bedeutet es eigentlich? Und so wie du das beschreibst, finde ich das viel besser, dass wenn man also zum Beispiel, sag mal, in Führungsposition ist, dass man sich dann immer im Hinterkopf hat, wie wirkt mein Handeln aus auf andere und auf die Umwelt, auf was auch immer, ne, was drumherum ist. Man hat einen größeren Blick auf alles und versucht, so viel wie möglich abzudecken. Ja? Wobei integrale Theorie ja auch ganz spannend ist, weil die eine Anleitung gibt, welche Bereiche man bitteschön berücksichtigen muss, wenn man oder sollte, wenn man Entscheidungen trifft. Nicht? Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man nicht bestimmte Strukturen einfach wegschmeißt, weil man die mit den, sagen wir mal, den bislang innen zugrunde liegenden Wertigkeiten identifiziert. Sagen wir es mal so. Also wir würden jetzt in unserer Sprache sagen, wir schauen auf die Handlungslogik. Also aus diesem, weil das, wenn du sagst, die Handlungslogik ist eigentlich entscheidend, sogar noch entscheidender als das Wertsystem, weil die Schwierigkeit bei den Wertsystemen ist, ich kann mich mit Werten identifizieren, die ich nicht, persönlich nicht halten kann. Und das ist eine Schwierigkeit bei dieser Boomer-Geschichte von Wilber. Also jetzt nach Susan Cook-Reuter könnte man sagen, die Wilber als Boomer bezeichnet, sind Menschen in der Stufe 5, in unserer Stufe 5, also diese rationalistischen, die sich ganz stark mit zwischenmenschlichen Werten identifizieren und die aber eigentlich nicht wirklich halten können. Die sind sehr identifiziert mit diesen ganzen ökologischen Themen und so weiter, aber die können das nicht, die haben eben diese Handlungslogik noch nicht so ausgeweitet, dass sie das wirklich selber konsistent tragen können. Und das führt dann so zu ganz komischen, unstimmigen Geschichten. Das ist die Antwort ein bisschen auf meine Frage und auch auf meine Unklarheit. Ne? Ich habe immer das so gesagt, dass Leute die grüne Sprache oder die grünen Werte verwenden, aber auf einer anderen Stufe. Genau. Und sozusagen borgen, aber nicht wirklich dort sind, auf der Stufe, nur so tun, als wären sie grün, genau. Sagen wir mal. Nicht? Genau. Und damit hast du es mir erklärt. Danke. Genau. Das hast du noch angesprochen, das würde ich auch gerne noch beantworten, das mit, warum hat Grün wieder so viel Nähe zur Stufe 3? Wir gehen wieder zurück in dieses, in unser ganzheitlich und vor allem gehen wir zurück ins Fühlen. In der Stufe 4, 5 und 6, also diesen ganz rationalen Stufen, ist es ganz wichtig, dass man so die Gefühle nicht zeigt. Also Rationalisten zum Beispiel haben, das Ziel ist so, und das wird auch ganz vieles wird rational wegdiskreditiert, so quasi weggemacht. Das geht niemand was an, was da in mir drin abläuft. In Stufe 6 nimmt man sich schon wieder mehr diesem Fühlen an, aber noch sehr kognitiv. Also man spricht über, was man fühlt vielleicht eher. Und in Stufe 7 geht es wirklich darum, dass man merkt, wenn wir einen Konflikt haben, dann ist einfach ein Unterschied, ob wir im Kopf darüber sprechen oder ob wir uns vom Herz her berühren. Also dieses empathische Einfühlen und empathisch über das Reden, was in mir drinnen ist, aber das müssen wir alle üben. Und jetzt kommt diese unglaubliche Nähe zu Stufe 3 und das ist wirklich, weil wir jetzt quasi wie diese Büchse öffnen, diese Büchse der Pandora und jetzt
macht das halt häufig so. Also, und das macht dann die Stufe 7 so anstrengend, weil so. Dann, wenn wir halt emotional sind, dann sind wir sofort, also der Unterschied zwischen Fühlen und Emotionen, dass wir das da lernen in der Stufe 7, das macht die Nähe zur Stufe 3. Und das, glaube ich, ist auch ein Grund, warum viele Menschen nicht in die Stufe 7 wollen. Auch wenn sie, wenn wir da mal so tiefer drin sind, wir fühlen uns so viel lebendiger als vorher, einfach mit diesen verkopften Ansätzen. So. Ja, danke für die Erklärung. Und dabei brauchen wir viele in Stufe 7, damit sie auch in Stufe 8 gehen können. Denn wir wissen ja, dass es wichtig ist, eine nach der anderen durchzuexen. Man kann nicht mal schnell springen. Ah, ja. Sie scheint tatsächlich eine Durchgangsstufe zu sein, weil das Interessante ist, also jetzt in diesen Messwerten sind 10% auf Stufe 7. Und jetzt in den letzten Jahren hat sich eine unglaubliche Entwicklung gegeben in der Stufe 8. Also noch vor 10 Jahren war da unter 1%. Und inzwischen sind es von denen, die ein Profil machen, wahrscheinlich sind schon mehr Menschen, die natürlich auf späteren Stufen so ein Profil machen lassen. Aber es sind 4% inzwischen. Und das finde ich eine schöne Botschaft. Also das heißt, es scheint schon so ein bisschen so zu sein. Also wir sagen, spöttisch dann auch so, die 7, wir sagen immer, die suchen die 7. Also dieses Grün hat auch viel so, man verliert so den Boden unter den Füßen und wer bin ich überhaupt und wofür stehe ich und so. Es ist schon nicht unbedingt so auf den ersten Blick eine tolle Stufe, aber wir müssen, wie du sagst, wir müssen da durch. Ja, und dann wollen wir eben in die integralen Stufen kommen, was bei Ken Wilber Second Tier ist. Und du sagst, das sind 4%. Manche denken, ja, es ist mehr. Aber da ist das Gleiche wie mit Grün, nicht? Dass man das Vokabular schon gut lernen kann. Aber ist man dann wirklich da und ja, vor allen Dingen dauerhaft? Ich denke manchmal, der Jeff Sossman sagt immer, on my good days, dass er sich in Second Tier fühlt. Nicht? Also, dass man dann wirklich verankert ist in dieser nächsten Stufe. Und soweit ich das jetzt so sehe, ist das eigentlich erst die Stufe, die wirklich eine gute Veränderung, also wie soll ich sagen, sustainable und alles Mögliche noch, also herstellen kann, weil sie wirklich was Neues bringen kann und aus dem alten System raussteigt, weil die Stufe 7 ist ja noch immer im alten System drin. So, ne? Sie ist ja zwar nicht mehr so ganz glücklich, aber... Also vielleicht, der Kernpunkt ist, glaube ich, die Machtfrage. Mhm. Stufe 7 hat wirklich, was noch wichtig ist, hat dieses... ich will mich nicht mehr zum Objekt von anderen machen lassen und ich will auch andere nicht zum Objekt machen. Also dieser Kerngedanke von, ich stelle mich über dich, das wollen Siebener auf keinen Fall. Aber die Schwierigkeit ist, und sie wollen so ein Mach miteinander. Also wir sagen, organisatorisch ist halt eine Schwierigkeit, ist, dass die Organisationsrahmen, die zu jeder Stufe gehören, erst am Erfinden sind. Also wir in der Organisationsentwicklung sagen wir, dass die Stufe 7 zu Kraft kommt, braucht sie unglaublich klare Rahmen. Und dann kann sie sehr kraftvoll sein. Und das, glaube ich, ist heute eine Verwechslung, dass man das Gefühl hat, ja, wir müssen alle endlos sprechen lassen und jeder muss einbezogen werden. Aber da entstehen ja jetzt Möglichkeiten, wie man das sehr viel effektiver machen kann, als nur stundenlang miteinander zu schwatzen, bis man eine gemeinsame Meinung hat. Ja, und das ist genau meiner Meinung nach die Herausforderung auf der Stufe 7, weil die wollen ja keine Regeln möglichst, sondern das alles so selber erfinden, machen und tun, nicht? Und, ja, und die Frage ist, ob ich eine Meta-Regel habe, wie wir von der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Also ich komme ja aus der Organisationsentwicklung und das ist schon so, dass jede Stufe hat ihre Schwächen und das muss Organisationssysteme müssen das ausgleichen. Führung und Organisationssysteme müssen das ausgleichen. Und in Stufe 7 gibt es keine offizielle Führung mehr, aber also jeder führt mit, aber es braucht hier wirklich klare Rollen und Regeln. Und ich erlebe echte Siebener, erlebe ich so, dass die sagen, hey, ich bin echt froh, wenn wir diese tollen Tools haben, wie wir eigentlich uns alle hören können, alle Perspektiven einbeziehen und trotzdem, weil wir wollen ja auch was bewegen, wir wollen auch was hinkriegen. So. Die sind ja nicht direktiv, das ist ja die Geschichte. Die ermöglichen einfach, dass man sehr viel einfacher und schneller miteinander in einen Konsens finden kann, zum Beispiel.
Eine weitere Schwierigkeit, eigentlich die größte Schwierigkeit der Stufe 7, warum die so noch ein bisschen zwischen, also für mich ist die Stufe 7, ich sehe die grün, ich sehe die sehr viel freundlicher als Wilbur. Ich sehe die als, die hat sehr viel positive Kraft, wenn man den guten Rahmen gibt. Die hat einfach einen riesengroßen Nachteil. Das haben wir auch in der Literatur gefunden. Frühere Formen der Macht, also wenn wir sagen können, eigentlich ist jede folgende Stufe ist stärker als die vorangehende. Nur in der Macht ist es umgekehrt. Die frühen Machtformen, also die Machtformen unterwandern die späteren. Also das heißt, die Stufe 7 kann locker durch diese früheren Machtformen unterwandert werden. Und das schafft erst die Stufe 8. Bezogen auf Macht ist es die Stufe, das wissen wir von Torbert und Joyner, die arbeiten mit dem Löwinger-Modell in der Führungskräfteentwicklung. Die haben das wirklich, da gibt es tolle Beschreibungen, wie dann wirklich so diese ganz, ganz reifen Führungskräfte auch agieren. Die sagen, Achter sind dadurch gekennzeichnet, dass die alle Stufen der Macht verstehen und auch spielen können. Also die gehen dann auch echt hin und sagen, hey du, zack, da mache ich jetzt nicht mit, weil das, diese Gegenmacht aufzubauen. Und die sagen auch, das ist die größte Gefahr für die Achter, dass sie von der Macht versucht werden. Also das wirklich, das ist die, die, also weil man, wenn man als Achter kann, man dann natürlich noch missbrauchender werden als alle anderen. Weil das ist wirklich eine Riesenwaffe, wenn man dann so diese Klarheit hat in der Macht. Aber es braucht wirklich, ich glaube, das ist der Schlüsselpunkt der Acht, dass es eben damit die Sieben auch zur Kraft kommt. Es braucht nicht viele Achter, aber wir können, wenn wir sagen, wir haben eine Kombination von ganz, ganz vielen Siebenen, die wirklich sinnorientiert arbeiten wollen, weil eine Achterführungskraft, die hat so potenziell viel mehr Wirkung. Also wir haben beim Don Beck haben wir gelernt und der hat gesagt, ich weiß nicht, seine Zahl war, dass eine Achterführungskraft jetzt in unserer Sprache 1000-mal mehr Wirkung hat als eine Fünfer. Ob das jetzt wirklich so potenziert ist, weiß ich nicht, aber es gibt schon viele Hinweise und es gibt auch Forschungen, die wirklich zeigen, dass die Wirksamkeit von Führungskräften mit zunehmender Stufe massiv zunimmt. Also können wir sagen, eigentlich hätten wir die Konstellation, wenn jetzt mehr Menschen in die Sieben gehen, es gibt schon, glaube ich, wirklich genügend Bewegung in der Acht, die diese Führungsunterstützung geben können. Da wird die Führung akzeptiert, aber auch hier natürlich nicht, dass man Macht über andere ausübt, sondern es ist diese dienende Form von Führung. Also unterstützen wollen, Achter haben, denken wirklich jetzt systemisch aus sich heraus. Also zum Beispiel der Peter Senge, der hat das beschrieben, für mich ein typischer Achter, der beschreibt so dieses, dass wir diese systemischen Mechanismen, eben diese zirkulären Prozesse, die laufen so anders als das, was wir linear denken. Das heißt, wir müssen lernen, die Archetypen zu schnüffeln. Also, dass man so richtig riecht, dass es sich jetzt hier zum Beispiel eben um einen Schneeball handelt mit Wachstumsbegrenzer oder um ein Balance-System oder wie die sich miteinander, die können sich dann verschieden kombinieren. Und Achter haben wirklich diese Fähigkeit, viel mehr in diesem, die nicht. Also systemisches Denken kann man auch auf Stufe 6 lernen, aber die machen das wirklich, das ist in denen wie drin automatisch. Also die müssen nicht sagen, jetzt denke ich das mal systemisch, sondern das ist quasi das natürliche Denken. Ja. Du, ich wollte jetzt nochmal, das finde ich ganz toll, aber wir haben ja auch gesagt, wir wollen auf Frauen ein bisschen Bezug nehmen. Die Situation der Frauen in der Stufe 5 ist ja, dass sie jetzt plötzlich auch Mann spielen darf in der Außenwelt. Das heißt, in die gleichen Strukturen einsteigen darf und dann ein bisschen oder ganz arg, was ich bezeichnen würde an Weiblichkeit oder an den uns doch eigentlich ausmachenden Qualitäten aufgibt. Und dann, meiner Meinung nach, kommt es bei Grün so langsam wieder zurück, dass man das sich wieder aneignen kann. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen? Also ich würde jetzt mal sagen, Hierarchie ist eine männliche Erfindung. Dass wir Frauen eigentlich einen natürlichen Hang haben. Also das gibt es wirklich, auch in der Forschung sieht man, dass Frauen gehen anders um. Also schon kleine Mädchen sieht man das, dass die anders umgehen. Die haben das Krabbenkorb-Phänomen, während kleine Jungs sofort Hackordnung bilden. Also das sieht man wirklich, dass wir eine andere
Sozialisation haben. Ich stelle zum Beispiel auch im Führungscoaching fest, dass ganz viele Führungsfrauen verstehen dieses männliche Spiel nicht. Also ich sage, das müssen wir als Fremdsprache lernen. Wir müssen uns diesen Hackordnungsregeln lernen, wie wir mit denen umgehen, weil sonst haben wir keine Möglichkeit, uns da zu beteiligen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, was ich persönlich sehr tragisch finde, was auch für mich selber als Frau eine Riesenfrage war, wie gehe ich mit dem um? Ich habe mich dann entschieden, keine Kinder zu haben. Aber ich habe unsere Gesellschaft keine wirklich gute Lösung für, wie kann ich mein Potenzial entfalten und gleichzeitig auch Mama sein. Weil die Lösungen, die wir haben, also Kinder in die Kita zu schicken mit 6 Monaten und so weiter, ich glaube, wenn wir auf unser Herz hören als Frauen, dann fühlen wir, dass es nicht gesund ist. Und gleichzeitig finde ich es schon auch sehr tragisch, weil in den Urzeiten war, etwas beizutragen zur Gemeinschaft und Kinder versorgen, war quasi inhärent in einem Raum möglich. Und ich glaube, nach solchen Lösungen müssen wir wieder suchen, also ich bin der Meinung, dass die frühe Trennung von Mama und Kind die Traumatisierung ergibt bei den Kindern, die Kinder natürlich dann fähig macht eigentlich, dass sie sich überhaupt so denaturalisiert in diese ganzen Wirtschaftsstrukturen einspannen lassen. Und die Menschen werden sehr viel schneller durch diese Stufen durchlaufen, wie wir das auch durch die Stufe 2, 3 und 4 gehen wir ja heute sehr elegant durch. Also die meisten jungen Erwachsenen sind relativ schnell in Stufe 5, wo wir beide wahrscheinlich noch in der Stufe 4 waren mit 20. Die sind schon sehr schnell, also die gehen so nach dem Motto, ja, da muss man einfach mal durch und dann ist man so auf dem Höhepunkt der Gesellschaft. Dass dann Kinder, die wirklich ganz genährt aufgewachsen sind und eine Mama hatten, die wirklich so die ersten 3 Lebensjahre zur Verfügung stand, die, glaube ich, die werden sich nicht mehr so missbrauchen lassen, wie wir das heute uns missbrauchen lassen. So, dass dieses Natürliche sehr viel mehr Raum bekommt, dass wir nicht so in die Abtrennung gehen, auch wenn die Kognition sich entwickelt. Ich glaube, das kann man sehr viel weicher entwickeln, wenn man in einer gesunden, genährten Form aufgewachsen ist. Ich glaube, da haben wir Frauen eine ganz spezielle Rolle und ich glaube, wir Frauen haben auch eine spezielle Rolle wirklich in diesem, wenn es darum geht, empathisch miteinander in Kontakt zu gehen, diese, ja, schon unsere weiblichen Stärken auch, das im Vorgespräch auch erwähnt, so dass wir mehr auf, halt auch, glaube ich, natürlicherweise auf die natürlichen Ressourcen achten, dass wir längere Horizonte im Blick haben, dass wir, und ich glaube, wir Frauen, wir sind gefordert, uns aus dem Patriarchat zu befreien. Die werden uns nicht freiwillig da rauslassen. Genau, und anstatt uns einzugliedern in das Patriarchat, was ja die Stufe 5 und 6 macht, ja, denke ich, müssen wir eine eigene, wie soll ich denn das sagen, Selbstvertrauen entwickeln und unlearning dessen, was wir gelernt haben und zu einem, wie soll ich denn sagen, in unsere eigene Macht zu kommen. Wir sind ja so geprägt, dass wir nicht so viel wert sind und unser Ansatz taugt ja auch nichts und so, dass wir erstmal lernen müssen, ist praktisch eine Art von Schattenarbeit, dass wir lernen müssen, dazu zu stehen, dass wir die Dinge anders angehen würden und es dann auch machen und uns nicht einschüchtern lassen. Und ich sehe, also ich war lange im Blau, ja, oder in Stufe 4, ne? Also wie schwer das ist. Ich merke immer noch bestimmte Situationen, ja, dann rutsche ich wieder woanders hin. Und ich hoffe, dass die nächsten Generationen dann ein bisschen schneller sind. Aber ich denke dennoch, dass wir Frauen das als Grundthema haben und nicht erwarten, dass die Männer uns irgendwie was auf den Servierteller legen, sondern wir müssen selber in unsere Stärke finden, in unsere Macht, in unsere Power finden. Und zwar über die nächsten Generationen hin, dann können wir das wirklich, dann eine Balance, erstens sogar dann vielleicht eben wirklich Führung übernehmen, aber Führung in einer anderen Art, ne? Nicht die von du bist da unten und ich bin da oben, ne? Sondern diese, ja, weibliche Führung, die sieht ja eben doch ganz anders aus, ne? In der Stufe 8 gibt es ein zentrales Thema, dieses Potenzialleben. Und das beschreibt der Peter Senge sehr schön. Und du kennst sicher auch dieses Gedicht, da aus dem Kurs im Wundern, unsere größte Angst
sind nicht unsere Schwächen, sondern unsere Stärken. Das ist dieses Gedicht, das Nelson Mandela beim Antritt des Amtes da zitiert hat. Und das ist wirklich etwas, was in Stufe 8 immer klarer sichtbar wird. Und der Peter Senge beschreibt das so, dass er sagt, wir haben so etwas, unsere Vision, die uns vorwärts zieht und auch dieser Wunsch, unser Potenzial zu entfalten. Das ist Kern nach Löwinsche der Stufe 8, dass wir unser Potenzial und dass auch andere Menschen ihr Potenzial entfalten wollen. Also diese Freude, also andere zu unterstützen, ihr Potenzial zu entfalten, auch unser eigenes, der Druck nimmt da massiv zu, ist die größte Angst auf der Stufe 8, das eigene Potenzial nicht zu entfalten. Und eben gibt es diesen Sog, also dieses, das nach vorne gezogen werden, und er sagt, und jeder, also nicht nur Frauen, auch Männer haben da hinten so etwas, was zurückzieht, das dann so sagt, also wer bin ich denn, dass ich das darf oder so, das nicht dürfen oder nicht wert sein. So, also offensichtlich ist das so ein Schlüsselpunkt, und ich glaube, da ist auch die Chance für uns Frauen, glaube ich, wirklich uns, genau wie du sagst, mit diesen Schatten auseinanderzusetzen und so nicht zu diesem selbstbewussten, ja, ich bin papa, sondern so zu einer natürlichen, weichen Freude an der eigenen Kraft zu kommen. Und was ich so schön finde, ist, dass Achter haben auch die Fähigkeit, andere Menschen dazu einzuladen. Das kommt in diesem Gedicht auch sehr schön vor. Also wenn ich mir die Erlaubnis zu geben, mich mit meiner ganzen Kraft und allem, was ich bin, zu zeigen, gebe ich den anderen auch die Einladung. Also wenn wir uns gegenseitig, ich glaube auch, da können wir Frauen uns enorm stärken, dass wir uns gegenseitig einladen, so ganz in unsere Kraft, um Freude zu sein, und dann ist es eine andere Form von Macht, und zwar eine unglaublich starke Macht, aber es ist eine völlig andere Form von Macht als dieses Patriarchale. Ja, wunderbar, das ist hoffentlich die Zukunft, aber ich muss noch dazu sagen, gerade auf der grünen Stufe, und die Gefahr ist ja auch auf der achten Stufe dann, dass man dann zu naiv ist, ja, und man muss also, du sagst, es wird ja, die Manipulation von anderen Stufen wird immer undurchsichtiger, unmerklicher. Also, dass wir auch gleichzeitig diese Intuition oder dieses Gefühl entwickeln, wo will mir da jemand was? Wo will da irgendeine manipulative Kraft da in mein wunderschönes Weltbild hineinmischen? Und wo lasse ich mich dann doch noch manipulieren auf diese schwierige Art. Und ich denke, das ist eine große Herausforderung in diesen Stufen. Also ich denke, wir leben da zwischen 7 und 8 irgendwo. Und ich sehe es wirklich als Herausforderung. Und dann auch dazu zu stehen, dass ich bestimmte Sachen glaube zu sehen, die natürlich der Diskussion offen sind. Ich kann morgen neue Informationen haben, auch gerade was Corona und diesen ganzen Kram betrifft. Dann habe ich einen neuen Puzzlestein. Da muss ich vielleicht mein Puzzlebild dann noch ein bisschen umändern und so, aber dass ich dazu stehen kann und nicht dann einfach sagen, ja, du hast schon recht, und ich, ne, und mich dann einfach in irgendeine andere Richtung verführen lasse. Damit haben wir praktisch den Bogen geschlossen von Corona-Frauen und Stufenentwicklung. Ne? Sehr schön, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, liebe Barbara. Und ich mag gern, dass du noch, wenn noch irgendwas, so ein abschließendes Wort du gerne sagen möchtest, und dann auch bitte sagen, wo die Leute deine Bücher finden, wie die heißen, wo die finden, deine Website und so weiter, was man so als Info braucht. Ja, also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank. Es ist mir wirklich ein Herzensanliegen, diese Themen in die Welt zu bringen, weil ich würde gerne noch einen Tipp weitergeben zum Thema Macht. Wer sich da noch ein bisschen informieren will, in dieses zu üben will, in die Machttransparenz zu kommen, finde ich ja den Herrn Mausfeld ganz, ganz toll. Einfach googeln findet man. Wer sich für unsere Bücher interessiert, am einfachsten www.stufenentwicklung.com. Da sind beide Bücher drauf. Und Menschen, die in der Beratungsarbeit arbeiten, wir haben auch ein Netzwerk gegründet für Menschen, die stufenorientiert arbeiten, wo wir uns gegenseitig unterstützen. Das ist www.key-steps.com. Herzlich willkommen. Ich glaube, das wären so die wichtigsten Informationen. Herzlichen Dank an dich, Heidi. Ja, herzlichen Dank an dich. Und ich finde, wir sollten das nochmal wiederholen und das vielleicht noch mehr in das Frauenthema hinaus
ausdehnen. Das fände ich ganz, ganz klasse. Sehr gerne. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank.